Hier ein Häschen, da ein Häschen, ein bisschen Zauberei, hab jetzt kein Häschen, da sind zwei Häschen. Ja? Wenn ich müde bin, geht das alles ein bisschen langsam. Ein Häschen hier, ein Häschen dort, das ist die Euralie. Und das ist der Peter Rabinius. Ja? Der Peter Rabinius, ja? Der geht hier in diese Höhle, die Eulalie in die andere Höhle. Und wenn man morgens früh aufhört, ist hier kein Häschen, da sind zwei Häschen. Ja? So. Dann ist das so. Ich mache das. Das ist der Peter Rabinius. Der will abends nie ins Bett gehen. Da muss ich ihn immer in die Höhle reinschubsen. Das mache ich immer rückwärts. Wenn ich das vorwärts mache, dann sieht er die Höhle und will natürlich genau daran vorbei. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man keine Lust hat, ins Bett zu gehen, rückwärts ins Bett zu gehen. Dann sieht man das unbedingt nicht, und wenn man reingefallen ist, kann man ja anfangen zu schlafen. Das gilt für alle, nicht für Kinder. Ja? Aber der Peter Rabinus ist natürlich ein Hase, den muss man natürlich hier in die Höhle reinschubsen, einfach mal die Eulalie festhalten und einfach. Und jetzt machen wir 1, 2, 3, Peter Rabinius springt. Hopp, und jetzt machen wir gerne. Nein. Sie können besser zaubern als ich, mit der geschlossenen Hand gefangen. Jetzt ist das aber so, die Eulalie, die möchte das Kunststück auch gerne machen, die kann aber nicht so gut zaubern. Weil zu zaubern, da muss man ganz viel üben. Und anstatt zu üben, geht die viel lieber in meine Hand hinein schlafen. Wer natürlich nur schlafen übt, kann kein Zaubern lernen. Einfach nochmal den Peter Rabinus festhalten, einfach mal die Hand so halten. Die anderen können so rum. Die können so rum. Die Eulalie, ja, wenn man jetzt mit der Eulalie zaubern will, dann, oh, dann ist die schon weg, bevor ich gezaubert habe. Das ist schlecht für einen Zauberer, ne, wenn man, ne, also, wenn das schon vorher verschwindet. Wird es jetzt warm in Ihrer Hand? Kribbelt das auch? Kribbelt das bei jedem verschieden, bei dem einen kribbelt das, bei dem anderen nicht. Jetzt mal bitte langsam, langsam die Hand entlang. Was sehen Sie? Ach, haben ganz viele kleine Häschen gezaubert. Sie haben eine Familie gegründet. Jubel! Juhu!